Klausur zum Thema Elektrochemie und Reaktionskinetik. Die erste Klausuraufgabe befasst sich mit dem Redoxpotential und dem Stoffumsatz an Elektroden. Eine Silberchloridelektrode und eine Sauerstoffelektrode werden bei 25 Grad zusammengeschaltet. Ermitteln Sie dann das Redoxpotential der Silberchloridelektrode und das Redoxpotential der Sauerstoffelektrode. Eine Silberchloridelektrode ist eine Elektrode zweiter Art, steht im Gleichgewicht Silber, festes Silberchlorid und eine Chloridlösung. Die Nernst'sche Gleichung für diese Elektrode ist hier aufgelistet. Wir setzen die Zahlenwerte ein, da die Elektrode im Standardzustand vorliegt, ist das Potential das Standardpotential 0,222 Volt. Für die Sauerstoffelektrode lautet die Nernst'sche Gleichung wie folgt. Wir setzen die entsprechenden Zahlenwerte ein. Vier ausgetauschte Elektronen, Partialdruck vom Sauerstoff 0,21 bar, Molenbruch von Wasser 1, Konzentration von den OH-Ionen 10 hoch minus 7 Mol pro Liter. Es ergibt sich ein Potential von 0,805 Volt. Das ist positiver als das Potential der Silberchloridelektrode, also ist die Sauerstoffelektrode die Kathode und der Pluspol. Der Stromkreis wird geschlossen und ein Strom von 0,156 Ampere fließt. Für welche Zeit muss dieser Strom fließen, sodass 1 Milligramm Silber umgesetzt wird? Hier benötigen wir die Faradaysche Gleichung, die da lautet N gleich I mal T durch μ E mal F. N ersetzen wir durch die Masse, durch die Molmasse, 0,001 Gramm Silber, 107,8682 Gramm pro Mol Molmasse vom Silber, 0,156 Ampere, ein Elektron werden benötigt, um Silber zu reduzieren, Faraday-Konstante 96.485, wir lösen nach der Zeit auf und erhalten 5,73 Sekunden.